Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder im benachbarten Wald unterwegs und heute geht es um günstige Ausrüstung für Bushcraft, Survival, Camping und Outdoor. Der Flotte Dreier, die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Los geht's mit dem Video. Ich bekenne mich schuldig, denn ich habe eine kleine Messersammelsucht entwickelt. Was vielen von euch schon bekannt ist und einige sicher auch selbst betrifft, lässt mich nach immer anderen Bushcraft-Messern suchen. Das neueste ist das HX Outdoor D170 Fixed Knife. Dieses Messer kostet auf Amazon knapp 55 Euro und bei Gearbest knapp 35 Euro. Bevor ich euch die harten Fakten nenne, muss ich sagen, dass ich dieses Messer nicht wirklich empfehlen kann. Dafür ist es als Nutzmesser nicht ausgereift genug, doch vorher die DAM. Das Messer hat eine Klinge von 7,1 cm aus D2 Stahl und ist insgesamt 17,5 cm lang. Es wiegt 163 Gramm und besitzt einen Griff aus G10. Wie zu sehen, gibt es mehrere Anschliffe auf der Klinge und obendrauf ein Jimping zum Anreißen des Feuerstahls. Die Steckscheide kommt in derselben Farbe daher und hat eine Befestigung für den Gürtel. Das Messer sieht interessant aus und ist sehr gut verarbeitet, optisch durchaus ansprechend. Das ist leider auch das einzig Gute, was ich über dieses Messer sagen kann. Die Klinge ist out of the box kaum scharf und lässt sich dank der Klingenform auch irgendwie eher umständlich nachbessern. Schnitzen ist eher Glückssache mit dem Messer. So ganz erschließt sich für mich nicht, warum die Klinge in mehrere Bereiche aufgeteilt wurde, wenn dann keiner davon so richtig funktioniert. Dieses Problem wird noch dadurch verstärkt, dass die Klinge so kurz ist. Bei einem so kleinen Messer sollte man sich auf eine Klingenfunktion beschränken. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung zwei Messer verlinkt, die ihren Job deutlich besser machen als dieses. Seinen Job richtig macht auf jeden Fall der Feuerstahl von Demapa. Das Set besteht aus dem gerade genannten Feuerstahl und einem Magnesiumblock, ebenfalls mit Starter für 15 Euro. Demapa ist eine kleine Firma aus Deutschland, ist bisher 4 Produkten im Angebot. Diese Firma hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich den Feuerstahl testen will. Über diesen kann ich nichts Schlechtes, sondern nur Gutes sagen. Er funktioniert genauso gut wie ein Lightmap Fire, welchen ich schon länger besitze, und hat noch einen Magnesiumblock dabei für den gleichen Preis bei gleicher Größe. Benutzt habe ich ihn nun bei mehreren Touren und kann ihn nur empfehlen, wenn du mal wieder auf der Suche nach einem Feuerstahl bist oder nach einem Zweitfeuerstahl bist. Ich habe ihn dir unten verlinkt. Unterwegs mal einen Becher für sich selbst, eine kleine Schüssel oder einen Napf zu haben für den Hund ist etwas sehr Praktisches. Gut, wenn es dann etwas Günstiges und Robustes gibt, was auch noch wenig wiegt. Der Armeefaltbecher Fold a Cup von Wildo, auch einfach Falltasse genannt. Es gibt sie in zwei Größen, 250 ml und 600 ml. Die Preise bewegen sich, je nach Händler, zwischen 4 und 8 Euro. Der Becher kann, wie du siehst, aufgefaltet werden und steht dann bombensicher auf dem Boden. Wieder zusammengefaltet, passt er super in eine kleine Seitentasche und ähnliches. Ich benutze ihn gerne in der Größe 600 als Napf für den Hund, einfach zum Trinken. Eine nette Kleinigkeit für überall, die ich dir auch verlinkt habe. Ich hoffe, der Flotte 3 zu günstiger Ausrüstung zu Camping, Bushcraft, Survival und Outdoor hat dir gefallen und du könntest etwas mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos und auf dem kleinen Button hier unten, falls du es noch nicht getan hast, kannst du mich abonnieren. Ansonsten lass dem Video doch ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.